Ja, liebe Freunde, mit Elden Ring ist es so ein bisschen wie mit dem alten Hit von Udo Jürgens. Um es jetzt mal zu paraphrasieren. Mit 66 Teilen, da fängt der Playthrough an. Mit 66 Teilen, da hat man Spaß daran. Ja, mit 66 Teilen, da komme ich erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Cringe. Ja, liebe Freunde, denn obwohl ich keine Nummern mehr hinter diese Playthrough-Teile hier packe von Elden Ring, sind wir jetzt im 66. Teil angekommen. Man glaubt es kaum. Whoop-de-doo, what does it all mean, Basil? Man könnte jetzt vermuten, da jeder Teil so knapp eine Stunde lang ist, ne, habe ich quasi erst so knapp 66, sagen wir mal großzügig 70 Stunden mit Elden Ring gespielt. Das ist aber falsch, liebe Freunde. Denn wenn man einfach mal, ne, so ein bisschen hier guckt, kann man ja glücklicherweise, ne, man kann ja hier nachgucken, wie lange hat man denn schon gespielt? Fast das Doppelte. Fast das Doppelte, liebe Freunde. Fast das Doppelte haben wir schon auf der Uhr. Aber ihr habt ja schon aufgrund meines, sag ich mal, sehr beschwingten Beginns hier gemerkt, ich bin heute wieder voller Tatendrang. Denn, liebe Freunde, es ist wieder ein bisschen her, seit ich Elden Ring gespielt habe. Und umso mehr freue ich mich auf Elden Ring. Denn nach den letzten Teilen, wo wir hier mittendrin, muss ich ja sagen, aus Zeitgründen, mittendrin hier in Noxtella aufhören mussten, ne, habe ich dann erstmal eine lange Pause gemacht mit Elden Ring. Ich musste andere Dinge erledigen, unter anderem dann auch die Videos schneiden, die ich hier aufgenommen habe. Und, liebe Freunde, obwohl ich hier voller Tatendrang jetzt bin, hier endlich weiterzugehen, gibt es ein paar kleine, glitzekleine Wermutstropfen. Ich wusste es! Ich wusste es, sind miese Neuigkeiten! Und zwar habe ich, als ich die Teile geschnitten habe, natürlich mir das Footage, ne, das Material wieder ein bisschen angeguckt und habe festgestellt, hier und da bin ich wahrscheinlich ein bisschen blauäugig oder vielleicht sogar mit geschlossenen Augen durch die Level gegangen, denn ich habe vielleicht hier und da ein paar Zugänge verpasst, die zu Items führen, nehme ich an. Ich habe eine Truhe verpasst hier in Noxtella, das definitiv. Und hier und da habe ich vielleicht gesagt, dass ich ein paar Dinge tue, aber es dann nicht gemacht. Und all diese Sachen werden wir jetzt versuchen, hoffentlich in diesem Teil nachzuholen. Aber vorher, liebe Freunde, müssen wir noch hier durch den Rest von Noxtella. In der Hoffnung, dass wir irgendwo einen Ort der Gnade finden. Denn noch habe ich keinen zweiten hier gefunden. Ich habe nur einen ganz am Anfang. Das heißt, sterben wäre jetzt nicht so das Ideale hier. Aber das ist das große Problem. Es gibt hier viele Dinge in Noxtella, unter anderem diese ekligen Ameisen dort, die das bewerkstelligen können, dass man stirbt. Deswegen muss ich jetzt gut auf mich aufpassen und gucken. Aha, da sehe ich ein Item. Das wird bestimmt eine Falle sein, aber das ist egal. Ich werde es mir trotzdem holen. Deshalb muss ich jetzt aufpassen und bewerkstelligen, dass ich eben nicht sterbe. So. Ihr, okay, seid noch relativ harmlos. Ist hier irgendwo einer? Kommt jetzt irgendwo einer? Kommt aus dem Nichts wieder eine Kugel? Man weiß es ja nicht, ne? Ist hier irgendwo eine Höhle? Kann man hier irgendwo rein? Vielleicht ist hier ja ein Ort der Gnade. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber es ist ein Item hier, was nicht verkehrt ist. Deshalb nehmen wir jetzt dieses Item. Oder kommt, fällt von oben von dieser Säule da wieder so ein Blob runter auf mich. Das kann natürlich auch sein. Ein Steinschwertschlüssel. Nicht verkehrt. Haben wir ja erst, glaube ich, einen oder zwei gebraucht hier in Noxtella beim letzten Mal. Aber egal. Gut, gehen wir weiter. So, ne, einfach durch Rumstehen kommt man halt nicht zum Ort der Gnade. Man muss schon ein paar Gegnern auf die Nuss hauen. Aua. Oh, die beißen aber zu hier. Oh, da ist schon wieder. Hört auf mit Beißen. Hört auf mit Beißen. Das machen die gerne, zu beißen. Ja, fast wie Opossums. Uma, da drin haust eine Opossum-Familie. Die Große habe ich Beiße getauft. So. Oh, er lebt noch. Okay, gut. Oh, wir haben Heilflaschen wieder bekommen. Nicht verkehrt. Was habt ihr ja eigentlich gefuttert? Habt ihr den Gasstein gefuttert? Na, davon kriegt man aber Blähungen, wenn man die ganze Zeit
Gasstein ist. So, okay, wir haben das hier geschafft. Gut, dann gibt's hier ein paar Leute auf Ameisen, die reiten. Das ist auch in Ordnung. Aber hier waren wir ja überall noch nicht. Hier bin ich ja noch nicht lang gegangen. Am Ende gibt's hier irgendwo einen Ort der Gnade. Nein. Nein, hier gibt's nur Abgründe und Wasser. Ganz viel Wasser. Ja. Das ist quasi das Gegenteil von Caelid ist hier. Aber in Caelid gab es so gut wie gar kein Wasser. So, hier waren wir schon. Da oben, wo die Dame patrouilliert. Da, oder diese Person. Ich weiß nicht, ob das Damen sind. Da war ich noch nicht. Wir waren da noch nicht. Wir waren da noch nicht. Wir waren an so vielen Punkten noch nicht. Aber als allererstes müssen wir uns erstmal hier um die Kollegen kümmern. So, jetzt explodiert. Sehr gut. Und ich stehe auf dem Stein. Da kann mich nämlich das... Haha, da kann mich nämlich die Elektrizität nicht treffen. Das ist sehr gut. So, dann gehen wir mal hier rüber. Bewacht ihr einen Ort der Gnade? Schönen guten Tag, haben Sie hier irgendwo einen Ort der Gnade gesehen? Ich suche den gerade. Oh, sind mehrere Leute. Auch gut zu wissen. Oh, 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 oh. Explosions. Ja, es explodiert alle. Bam, 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 bam. Yeah. Cool. Alle erwischt. Alle erwischt. Das habt ihr jetzt davon. Warum seid ihr auch elektrizifiziert? Dad! Ich bin nicht dein Dad. Ich bin Electric Man. So, was haben wir hier? Ach, jetzt sind wir hier. Bei der Statuette hier, wo wir den Boss besiegt haben, den Drachenblutsoldaten von Noxtella. Okay, gut. Na dann, gehen wir nochmal weiter in die Richtung. Oh, hier ist ein Stein. Da können wir nicht lang. Ja, liebe Freunde, wie gesagt, also ich habe lange nicht gespielt. Das heißt, wenn der Skill heute mal wieder nicht so auf der Höhe ist, dann liegt das daran. Kommen Sie her mit Ihrer komischen Ameise. Mit Ihrer komischen... Warum haben die lila Äuglein? Ich meine, klar, es ist ein schöner Äuglein, definitiv. So viel steht fest. Es sind schöne Äuglein. Ne? So, lila ist eine schöne Farbe. Ah, apropos, schön. Lass mal jetzt hier dein Set fallen. Schwertmeidkrone der Nox. Sehr gut. Also die Nox ist anscheinend, wie gesagt, der Name dieses Volkes hier in Noxtella. Interessanterweise wird es aber mit KS geschrieben, Noxtella. Na, man könnte ja am Namen ableiten, vielleicht wird es ja mit X geschrieben, aber nein, es wird mit KS geschrieben. Die alternative Schreibweise übrigens früher, muss man ja sagen, von X. Ne? Früher, ganz früher, das ist schon sehr, sehr lange her, vor meiner Zeit, vor eurer Zeit, vor selbst der Zeit meiner Eltern, konnte man X noch alternativ mit KS schreiben. Was ja streng genommen in der Aussprache das gleiche ist. Ne? Also, oh, ein Fahrstuhl. Ja, später. Wie soll man sagen? Phonetisch, das Wort habe ich gerade eben gesucht, ist ja X und KS in der Aussprache das gleiche. Außer natürlich, also nur im Deutschen. Ne? Man muss ja mit dazu sagen, in anderen Sprachen, ne? Da wird ja ein X gerne mal anders ausgesprochen. Ne? Zum Beispiel im Nahen Osten zum Beispiel, ne? Oder so, da kommt ein X dann gerne mal wie ein CH zum Beispiel. Das ist auch ganz, ganz gut. Also wie so ein K wird das dann gesprochen. Ich weiß, es ist jetzt schlecht, wenn man das einfach nur hört, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Das interessiert mich nicht. Aber genug Grammatikunterricht hier, oder beziehungsweise das ist ja einfacher Deutschunterricht hier. Und ein bisschen Geschichte und ein bisschen Kultur, ne? Aber es ist ja schon ein bisschen lahm, zurück zu Elden Ring. Und außerdem, der Ursprung dieses kurzen Exkurses von mir war ja diese Schwertmeidkrone der Nox. Die müssen wir uns dann also noch durchlesen, liebe Freunde. Aber als allererstes will ich noch gucken, wo es eigentlich hier hingeht. Kriege ich jetzt hier, achso, hier kriege ich wieder nur Dings zurück, ne? Mana, beziehungsweise Fähigkeitenpunkte. Nein, aus, ich sehe ein Item, das ist sehr gut. Explodieren. Oh, hat alle erwischt, richtig gut. Es hat alle gleichzeitig erwischt, richtig gut. Und hier kriegt man auch arsch viele, viele Runen. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist gut zu wissen, aber ich sehe einen Ort, wo wir hinkommen. Am Ende des Tages müssen wir den Fahrstuhl dafür nehmen. Weil ich sehe hier, seht ihr das? Ah, ich sehe es von hier leider noch nicht, wo das ist. Aber am Ende ist es hinter der Statue.
Aber da waren wir ja schon eigentlich. Egal, gut. Wir nehmen den Fahrstuhl mal noch nicht, weil der Fahrstuhl führt uns bestimmt nicht... Oh, warte mal, am Ende gehen wir hier lang. Der Fahrstuhl führt uns ja bestimmt nicht zu einem Ort der Gnade. Der führt uns eher zum Fortschritt. Oh, apropos... Oh, fuck. Hier wollte ich eigentlich... Ach, das ist wieder so eine... Das sind zwei solche... Habt ihr da ein Item? Ist das überhaupt sinnvoll, wo ich da hin muss? Habt ihr ein Item? Weil das sind zwei solche Hammerhai-Dinger. Hammerhai-Ameisen. Oh, ich warte mal. Gucken wir mal. Können wir nur eine locken oder kommen dann beide? Es kommen beide. From Software. Könnten ein. Sehr gut. From Software hat das gelernt davon. Oh. Ja, klar. Logisch. Man sollte aufpassen, weil die sind. Oh ja, die greifen mit dem Ding an. Das heißt, wir müssen da zur Seite. Oh oh. Oh, was ein. Jetzt habe ich. Oh. Nicht sterben, Philipp. Okay. An der Seite stehen bleiben. An der Seite. Circle Straving for the win. Okay, gut. Das wäre beinahe schief gegangen. Okay, jetzt für die andere noch. Müssen wir uns auch noch ein bisschen rüsten. Gott, die sind schwerere Gegner. Logischerweise, weil die vorne halt gepanzert sind. Ich wette, die bewachen hier gar nicht. Die sind ja einfach nur da. Ich wette, die bewachen nicht mal was. Hier gibt's nicht mal was. Was Gutes oder so. Oder am Ende ist es der Durchgang, den die bewachen zu irgendwo. Okay. Fuck. Ja. Oh, oh. Ja. Ja. Circle Straving for the win. Oh. Fuck you. Nee. Aus. Du böse Hammerhai-Ameise. So, kriege ich wieder ein bisschen Heilung wieder? Hier ist nix gewesen. Hier ist wirklich... Ich habe das jetzt gerade gemacht für nix. Ich bin heute richtig sauer, Leute. Heute nix lachen wie bei letzten Video. Ich bin richtig sauer. Die haben nix bewacht. Nicht mal ein Item. Das war einfach nur, weil ich es konnte oder was. Warte mal. Nee, wir müssen mal ganz schnell schauen. Ich habe nur noch 4 Heilflaschen, Alter. Ich brauche dringend einen Ort der Gnade. Moment. Nein. Das war wirklich für nix. Das war wirklich reines Trolling hier von Miyazaki und From Software. Du denkst, na, das sind zwei schwere Gegner, da muss es doch was für geben. Pustekuchen. Okay, wir haben jetzt Noxella so gut wie leergeräumt in einem Durchlauf. Weil ich habe mich ja, wie gesagt, nicht an irgendeinen Ort der Gnade gesetzt. Das bedeutet, wir können jetzt nochmal da hinten hingehen und da die Treppe hoch, wo noch diese Nox-Kriegerin auf uns gewartet hat. Da können wir auf jeden Fall noch hin. Ist hier irgendwo noch eine Tür eigentlich? Nee, da habe ich schon geguckt, ne? Da können wir noch hin. Ach, und hier noch rein. Kommt hier eine Kugel? Schnell weg. Hier war einfach nur so ein Tausendfüßler drin? Okay, gut. Das hätten wir auch am Anfang uns holen können. Am Ende war ich da schon drin. Und habe einfach das Item schon geholt, was da drin war. Das kann natürlich auch sein. Okay, gut. Ja, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Das ist auch alles gut, ihr seht, ne? Alle tot hier. Alle Römer weg. Aber wir waren hier noch nicht. Hier an dieser Stelle. Und, liebe Freunde, ist mir auch aufgefallen im letzten Teil. Ich habe ja gesagt, wegen dieser kleinen Rani-Puppe, die wir im Gepäck haben, sollten wir uns am besten an jeden Ort der Gnade setzen. Aber einen, ne, habe ich komplett außen vor gelassen, nämlich den ganz am Anfang, den wir direkt quasi hatten, nachdem wir die Rani-Puppe bekommen haben. Da habe ich mich zum Beispiel nicht dran gesetzt. Das werden wir dann auch noch machen. Weil am Ende des Tages, ne, sagt sie uns nur an bestimmten Orten der Gnade irgendetwas. Oder wir müssen an mehreren Orten der Gnade immer wieder versuchen, mit ihr zu reden, bis sie dann irgendwann mal was sagt. Weil, also die geben uns doch nicht die Option, dass man mit irgendeiner Puppe sprechen kann. Und dann bringt das einem gar nichts. Was eine fiese... Das ist eine Dame. Das ist ja eine Schwertmaid. Apropos, wir haben ja immer noch sich die Krone durchgelesen. Das ist eine Schwertmaid. Okay, cool. Schwertmaid, das war's. So. Ah, wenigstens ein bisschen Heilung, Heilflaschen wieder bekommen. Okay, gut. Also hier gab's nur ein Item. Gucken wir mal, was denn für ein Item. Vielleicht ihr Set?
Eine Geisterteil-Julia. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Okay. Dann als nächstes die Nox-Schwertmaid-Krone. Und dann nehmen wir den Fahrstuhl nach unten. Denn irgendwo muss es ja hier noch hingehen und so. Irgendwas muss es ja hier noch geben. Okay, Nox-Schwertmaid-Krone. Die Krone einer Schwertmaid aus der ewigen Stadt. Diese Frauen sind die Leibwache der Nachtjungfern. Und die Seide verbirgt ihre Augen. Ah, die sind auch noch blind. Das ist aber doppelt schlecht, ne? In einem Ort, wo es keine Sonne gibt. Naja, gut. Egal. Vor langer Zeit erregten die Nox den Zorn des höheren Willens und wurden tief unter die Erde verbannt. Jetzt leben sie unter einem falschen Nachthimmel und warten seit einer Ewigkeit auf das kommende Zeitalter der Sterne und auf ihren Fürsten der Nacht. Ich wusste es doch, weil deswegen haben die diese Fingertöterklinge, weil die gebaut haben, hat der höhere Wille, also quasi sowas wie, keine Ahnung, der Gott, also unter den Göttern, ne, diese göttliche Fügung oder, keine Ahnung, die höhere Macht, hier in Elden Ring, hat gesagt, nee, das gefällt mir nicht, weil mit der Fingertöterklinge kann man ja die Finger und was mit dem höheren Willen zusammenhängt, kaputt machen. Deswegen werdet ihr schön hier unter Tage verbannt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Nox und Noxella, also Nokron und Noxella, die ewigen Städte, schon lange vor dem höheren Willen existiert haben. Das ist so von der Mythologie her so ein bisschen wie, ne, dass die alten Götter, die heidnischen Götter, dann von den christlichen Göttern quasi verbannt wurden. Also von dem Christentum verbannt wurden. Dass sie gesagt haben, oh, eure alten Götter, hier, keine Ahnung, die Göttin der Fruchtbarkeit und alles sowas, das gefällt uns nicht. Wir haben nur noch einen Gott und so weiter und so fort. Das ist Gott? Ja, das ist mein Vater, der Schöpfer. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Naja schon, aber das... Wie hast du mich dir denn vorgestellt, mein Sohn? Also ganz bestimmt nicht so. Ne, deswegen... Hört mal auf, die Leute da anzubeten. Ihr Heiden. Ihr Blutigen. Aber wer weiß, am Ende war es das so. Oh, es geht nach unten. Okay. Bitte Ort der Gnade, bitte Ort der Gnade, bitte Ort der Gnade, bitte Ort der Gnade, bitte Ort der Gnade. Obwohl, jetzt wo die Stadt leer ist, kann ich nochmal zu der... Ein Ort der Gnade. Wunderbar. Jetzt wo die Stadt leer ist, kann ich nochmal... zu der Truhe gehen, die ich verpasst habe. Wow. Wo sind wir hier? Also, weil das sieht irgendwie so anders aus mit diesen Säulen und hier den ganzen, hier mit den Töpfen und Tellern und so. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier? Nee, ich gehe nur schnell an diesen Ort der Gnade. Was anderes will ich jetzt erstmal nicht machen. Den Rest können wir dann später uns noch angucken. Da hinten zum Beispiel eine Geisterteil-Lilie. Das machen wir nicht. Wir gehen erstmal noch wieder nach oben und gehen noch zu der Truhe. Zu der Truhe, die ich verpasst habe. Weil jetzt, wo keine Gegner da sind, ist das gar nicht mal so schlecht. Aber hey, am Ende des Tages mache ich das jetzt alles für, keine Ahnung, ein paar Schmiedesteine oder so. Wenn es ist in der Truhe da ein Schmiedestein drin. Gut, ich glaube, achso, hier kommt nichts mehr runter. Ich glaube, hier irgendwo, exakt. Hier irgendwo war das. Gut, hier könnten dann auch natürlich noch Gegner auf mich warten. Oder einfach die Falle nochmal, die mich schon draußen erwischt hat, die Falle. Kommt einfach nochmal. From Software, ihr Schweine, ihr. Okay. Aber cool, kann natürlich sein, dass die sich als was tarnen, ne? Die sehen so aus wie hier diese Stuckelemente. Und in Wirklichkeit sind das aber dann diese komischen Silbertränen. Das kann natürlich sein, dass ich sie deshalb nicht gesehen habe. Aber gut, nee, am Ende des Tages hing der da einfach nur ungültig. Ich wusste irgendwie, als ob ich es geahnt hätte. Dunkelschmiedestein. Und nicht mehr, ach gut, na gut, aber wenigstens der Komplettierung halber habe ich es jetzt gemacht. So, ansonsten habe ich nichts verpasst. Hier. Doch, dieses Item, an dem ich... Wie bin ich... Okay. Eine goldene Rune. Glücklicherweise nichts Wichtiges. Alter, wie bin ich denn hier durch die Gegend? Also wirklich, beim letzten Mal. Ich habe das dann festgestellt, nachdem ich, wie gesagt, das Footage mir nochmal angeguckt habe. Ich bin hier wirklich stellenweise wie so ein Idiot durch die Gegend. Nicht zu fassen. Alle Menschen sind dumm, außer mir. Na egal. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben alle Gegner besiegt, wir haben alles geholt. Ich glaube, wir können noch mal kurz gucken, aber ich bin mir sicher, dass wir hier alle Items jetzt geholt haben. Aber gut, nachdem ich dieses Item da, dieses sehr prominent platzierte Item beim letzten Mal auch verpasst habe, am Ende des Tages habe ich noch viel mehr verpasst. Aber am Ende des Tages eben auch nicht.
Aber wie gesagt, Noxtella hier hat sich wirklich wie so ein echtes Souls-Level angefühlt. Und was mir, wie gesagt, auch beim Ansehen des Footage, des Materials im Schnitt aufgefallen ist, das hat nicht hier so ein bisschen, nicht nur so... Wieso seid ihr wieder da? Das hat nicht so, nur so Bloodborne-Vibes gehabt, dieses Gebiet, sondern auch extreme... Warum seid ihr wieder da? Sondern auch extreme Shulva-Vibes aus Dark Souls 2. Ne, mit diesen Ziggurats, zumindest sehen sie ja so ein bisschen so aus. Vor allen Dingen diese Treppe da, ne, und alles sowas. Das hatte extreme Vibes davon. Okay, mit euch will ich mich nicht nochmal anlegen, habe ich keinen Bock. Ich gehe zurück zu den Orten der Gnade. Und da versuche ich mal mit der guten Rani zu sprechen. Hierhin, als erstes. So, die Gegner sind wieder da. Das macht mir aber nichts, denn ich bin am falschen Ort. Ja, ich bin am falschen Ort. Hier haben wir schon mit Rani gesprochen. Ich mach's zwar nochmal, aber ich habe mich einfach an den falschen Ort teleportiert. Ich wollte eigentlich mich an den hier zurück teleportieren. Den Ort. Den Hauptarm der Einsel. Und dann gehen wir im Wasserfallbecken von Noxtella hier weiter. Durch diese schmale Öffnung. Das machen wir dann noch. Aber wie gesagt, als allererstes nochmal Rani. Vielleicht muss man nur mehrmals mit ihr sprechen. Ich habe keine Ahnung. Mit winziger Rani sprechen. Nee, gut. Hier sagt sie nichts an diesem Ort der Gnade. Dann gehen wir an diesen Ort der Gnade. Mein ganzes Unterfangen erinnert mich jetzt so ein bisschen an die eine Szene aus der Schuh des Manitou. Hier nicht von der Schatzkarte sprechen. Hier nicht von der Schatzkarte reden. Gut, dann mache ich's von da. So erinnert mich das hier. Hier an diesem Ort der Gnade nicht mit der Rani sprechen. Okay, dann mache ich's eben an diesem Ort der Gnade. Dann probieren wir's mal. Rani? Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Aha. Auf einmal schlägt die gute Rani aber ganz andere Töne an. War übrigens stellenweise ein bisschen schlecht übersetzt, muss ich wieder sagen. Denn sie hat zu uns gesagt, gibt uns jetzt keinerlei Freiheiten mehr. Also so nach dem Motto, hier, jetzt wird hier keiner, ne, jetzt bin ich hier ganz streng, aber in den Untertiteln war, ich gebe dir viele Freiheiten oder so. Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Wir sollen jetzt für die gute Rani einen unheilvollen Schatten bezwingen. Okay. Der diese Lande hier heimsucht. Wir haben alle Gegner getötet. Aber gut, vielleicht am Ende kommt er jetzt noch nach dem nächsten Ort der Gnade, an den wir uns gesetzt haben. Das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es gar nicht damit zusammenhing, an welchem Ort der Gnade ich hier mit winziger Rani sprechen ausgewählt habe, sondern wie häufig ich es probiert habe. Weil sie hat ja am Anfang gesagt, oh, ganz schön hartnäckig. So nach dem Motto, man muss es nur mehrmals probieren und irgendwann antwortet die Puppe dann auch. Okay, werden wir mal den unheilvollen Schatten besiegen, denn der Name von Rani der Hexe wurde schon genug besudelt oder ist schon besudelt und sie duldet hier auch keine Widerworte, also wir müssen den unheilvollen Schatten töten, damit quasi Rani wieder gut Freund mit uns ist. Wer ist dieser unheilvolle Schatten? Das ist die große Frage. Noch was, Rani? Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Also ich verstehe nicht, wie sie sagt, dass wir ihren Namen schon besudelt haben. Haben wir ihr nicht quasi geholfen? Wie können wir denn ihren Namen besudeln? Weil wir jetzt mit der Puppe gesprochen haben? Ich meine, hä?
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe sie nicht. Frauen. Okay, gut. Hey, können wir aufsteigen? Nee, uns fehlen 1000 Seelen. Naja, oder Runen, Entschuldigung. 1000 Runen. 1000 Runen habe ich. Okay, ich nehme mal an, diese unheilvollen Schatten, die wir besiegen müssen, die lauern erst hier unten auf uns. Denn, ich bin mir sicher, ich hätte sonst sie schon besiegt, diese unheilvollen Schatten. Oder natürlich, ich kann natürlich sein, dass ich extrem die Arschkarte gezogen habe, liebe Freunde, dass diese unheilvollen Schatten erst getriggert werden, nachdem ich mit Rani spreche. Und da man das normalerweise am Anfang tun sollte, kann das natürlich sein, dass ich jetzt nochmal durch gesamt Noxtella durch muss, um diese unheilvollen Schatten zu finden. Das kann natürlich sein. Das weiß ich aber nicht. Das ist die Krux an einem blinden Playthrough. Apropos, wir können auch hier so ein bisschen ein paar taubenetzte Herber einsammeln. Ist hier noch was in dem Wasserfall? Eine Truhe vielleicht? Sehe ich da irgendwas? Nein. Nee, hier hinter dem Wasserfall ist nichts. Gut, dann gibt es nur den einen Eingang. Und dann, ja, würde ich mal sagen, gucken wir mal, was es hier noch gibt. Wahrscheinlich geht's hier jetzt zum Boss. Kann ich mir natürlich gut vorstellen. Und am Ende ist der Boss dieser unheilvolle Schatten. Aber wer ist denn der unheilvolle Schatten, der Rani bedroht? Weil sie würde ja nur wollen, dass wir jemanden oder irgendwas eliminieren, das in irgendeiner Form Ranis, sag ich mal, Unterfangen, ne, bedroht. Also was sie vorhat. Kann natürlich sein, dass sie einfach nur wieder ganz viele große Ameisen auf mich warten. Das kann natürlich auch sein. Eines allerdings ist sicher, wir können sie nicht aufhalten. Die Ameisen werden bald hier sein. Ich jedenfalls heiße unsere neuen Insektenherrscher willkommen. Ich werde Sie darauf hinweisen, dass ich als verlässlicher TV-Kommentator Ihnen dabei helfen kann, Menschen zusammenzutreiben, um in Ihren unterirdischen Zuckerfabriken zu schuften. Was ist das? Sind das Basilisken? Okay. Habe ich eigentlich eine Karte? Ich habe hier keine Karte davon. Ich gehe jetzt in unbekanntes Terrain. Komm her. Ihr blöden Dinger. Nee, nee. Oh, da hast du hier den komischen, dieses komische Zeug versprüht. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Da waren es nur noch zwei. Ja, da waren es nur noch zwei. Oh, genau rein sollte man natürlich nicht dodgen. Also ich denke mal, das ist die klassische Fluchmechanik. Das ist diese Todespest. Oh Gott, da wir beide springen, ist das natürlich nicht so geil, ne? Da wir beide, also dass sowohl der Basilisk als auch ich springen, ist das natürlich nicht so geil. Moment, wo ist der? Achso, da ist der andere. So mal, also, ich meine, ich weiß, dass die Augen, die sie da haben, die sind ja keine echten Augen, das sind ja Fake-Augen. Aber der war jetzt wirklich blind, der Kollege hier. Ach nee. Man sollte jetzt schon noch ein bisschen hier die Fackel draußen lassen, weil ansonsten sehe ich hier in der dunklen Höhle wirklich fast gar nichts. Schmiedesteine, alles nicht verkehrt. So, ist hier jetzt der Boss, der auf einen wartet? Wow, wo sind wir hier? Hier ist wirklich nicht schön. Das ist der unheilvolle Das ist Blythe. Das ist Blythe, liebe Freunde. Ich wusste, dass wir gegen Blythe kämpfen müssen. Oh. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Warum ist... Er ist wütend auf uns, weil wir ihm quasi seine Bestimmung vor der Nase weggeschnappt haben. Er sollte für Rani diesen Schatz bergen und jetzt haben wir das gemacht und deswegen ist er sauer auf uns. Sag mal, Blythe, bevor wir gegeneinander kämpfen, kannst du mir eine kurze Auskunft geben, wo wir hier eigentlich sind? Diese rote Farbe, die gefällt mir überhaupt gar nicht. Das ist Blythe. Oh, Shadow, thou art the last. Tell the two fingers that Rani the Witch cometh to rend thy flesh with a fateful wound. Ne'er to heal. Oh, da hat er aber
abgewartet, bis die Rani ihren Monolog gesprochen hat. Das war ganz schön cineastisch, From Software. Das bin ich gar nicht von euch gewohnt. Hör auf, bleib! Oh. 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 Okay, wo Bleif hinhaut, wächst kein Gras mehr. Oh, fuck you. Bleif? Bleif? Ja, wir wussten alle, dass Bleif ein Badass ist und jetzt haben wir auch die Bestätigung erhalten. Ich glaube, was mich getötet hat, war dieser Effekt auf seinem Schwert. Das wirkt irgendwie noch so ein bisschen nach, wie so Feuerschaden. So. Okay, gut. Na, wir müssen ihn ja besiegen. Rani hat uns ja gesagt, wir müssen ihn besiegen. Kann natürlich sein, dass es jetzt eine einmalige Sache war und dass er danach jetzt nicht mehr da ist, der gute Bleif. Aber ich glaube, er wartet da immer noch auf uns. Gut, na dann, wie machen wir das am dümmsten? Ich glaube, wir müssen das Schild hochnehmen. Ich glaube, bei Bleif müssen wir mit Guard-Kontern arbeiten, habe ich so im Gefühl. Apropos, warte mal, nee, ihr geht mir sonst nur auf den Keks, weil ich glaube, das ist keine astreine Boss-Arena, was da auf mich wartet, sondern ihr würdet mir da folgen hier, ihr komischen Basilisken, ihr. Ja, die scheinen wirklich nicht so gut zu sehen, die Kollegen. Die scheinen wirklich nicht so gut sehen zu können. Naja gut, wie gesagt, diese großen Augen, die sie haben, die sind nur quasi zur Abschreckung da. Ihre richtigen Augen, die sind ein bisschen kleiner. Oh, schön. Nein, aufhören, nicht aufblähen. Okay, gut. Ja, dann gucken wir mal. Bleif, zweite Runde. Ja, zweite Runde. Gut. Ich dachte erst, was ist das für eine goldene Sache, aber nein. Das waren nur meine Runen. Oh, das Timing. Oh. Von den Attacken. Das Timing von den Attacken. Die sind nicht so gut. Was macht er denn jetzt? Was war denn das, Bleif? War das seine Grab-Attacke? Oh. Ja, das war. Er hat aber auch Gap-Closer. Und. Ja. Ich heile mich mal. Hier muss man wirklich. Bei dem muss man wirklich immer volles Leben haben beim guten Bleif. Ich wusste, dass es ein Badass ist, der Kollege. Guckt ihn euch an. Absolutes Badass. Oh oh. Oh, da bin ich so weit weg. Da kann ich nicht mal Guard countern. Okay, ich glaube, ich bin zu langsam. Ich muss, glaube ich, eine schnellere Waffe nehmen. Aber die macht halt nicht so viel Schaden. Oh. Fuck. Bleif. Oh oh. Ich habe so das dumpfe Gefühl, jetzt ist er aufgepowert. Was ist denn heute los? Warum treffe ich denn hier nicht mehr? Apropos nicht treffen. Staggern kann man Bleif auch nicht. Oh oh. Und heilen tut er sich auch, logischerweise. Ich hole mir meine. Oh. Okay, die sollte man vielleicht triggern, diese Attacke. Ich meine, wenn er da mal ausholt, dann. Oh oh. Ja, das ist ein Grab-Move oder sowas. Kann ich dich mal staggern? Mach mal hier wieder deine Sprungattacke. Ja, gut. Staggern geht mit langen Angriffen hier. Mit schweren Angriffen geht das. Bleif. Bleif. Warum müssen wir gegeneinander kämpfen? Warum können wir nicht Freunde sein? Wir waren doch Freunde vorher. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel. Ich war dein bester Freund. Also zumindest in meinen Augen war ich sein bester Freund.
Ich weiß nicht, ob er in seinen Augen für ihn war, ob ich da für ihn sein bester Freund war. Aber ich war dein bester Freund! Hör auf! Hör auf, bleib! Ah, die erwischt mich auch immer noch, diese Attacke. Aber gut, ich hatte mir einen Boss gewünscht für Noxtella. Ich glaube, der gute Blythe hat diese Rolle übernommen. Ich muss nochmal heilen. Aber ich glaube, er hat hoffentlich nur einen Estus-Flakon. Also eine Flasche mit Purpur-Tränen. Also bei bestimmten Angriffen hat er Hyper-Armor. Das ist nicht gut. Willst du dich jetzt nochmal heilen, Blythe? Oder hast du nur eine Heilflasche? Das wäre nämlich sehr gut. Ich meine, er hat jetzt nicht so viele Angriffe, ne? Also, er hat zwei Angriffe, dann hat er noch ein paar... ein Grab-Move, nehme ich mal an. Und dann hat er diese Attacke. Oh. Und dann hat er doch die Ich-Brülle-Attacke. Und dann den Sprung. Die hier. Diese Attacke hat er. Kannst du dich noch heilen? Nee, ich glaube, er hat nur eine Heilung. Na gut, aber es war trotzdem ein harter Kampf. Bleib, hör auf! Wir sind doch Freunde! Beautifully fought. My thanks. T'was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. Weggeworfener Palastschlüssel. Aber jetzt mal ohne Spaß. Jetzt mal kurz Pause hier, kurz Auszeit. Ich habe gerade gegen Blythe gekämpft. Also gegen einen unheilvollen Schatten. Ist das parallel Blythe gewesen? Ist das wie bei Dark, bei Knight Rider, ne, mit Michael Knight und Garth Knight? Wenn meine Mission hier beendet ist, gehe ich wieder nach Afrika. Sie werden mich begleiten. Garth, Sie sind verrückt. Nein, aber Sie werden es vielleicht. War das hier so der böse Zwillingsbruder von Blythe? Oder was ist hier los? Warum hat jetzt Blythe mich bekämpft? Ich meine, klar, er war wahrscheinlich wütend. Aber inwiefern hat das mit Ranis Plan zu tun gehabt? Weil anscheinend war doch schon diese Finstertöterklinge Teil ihres Plans. Aber musste sie irgendwie die letzten quasi Anhängsel ihres physischen Lebens loswerden, damit sie vor irgendjemanden treten kann, übrigens, um sie zu zerfleischen, wie sie ja angekündigt hat. War das quasi so, ne? Zelovis, tot. E.G., nehme ich an, wenn wir jetzt wiederkommen, auch tot. Blythe, jetzt tot. War das so, dass sie quasi den weltlichen, irdischen Ballast, den sie noch quasi hatte, in Form ihrer Begleiter, dass sie den loswerden musste? Und da wir ja nie ihr richtiger Begleiter waren, sondern nur in ihrem Auftrag unterwegs waren, ist das nicht so schlimm, dass wir jetzt noch leben. Und beziehungsweise deshalb wurden wir auch losgeschickt, um die ganzen Sachen zu erledigen. Ne? Ist das hier die Sache? Ich habe keine Ahnung. Und außerdem habe ich keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet, wenn ich diese Ecke hier herumgehe. Oder, nee, diesen Fahrstuhl hier wahrscheinlich nach unten nehme. Wo geht's denn hier hin? Auf jeden Fall müssen wir uns noch diesen weggeworfenen Palastschlüssel angucken. Ach du Scheiße, liebe Freunde. Ja. Wir sind dort, wo all die anderen Souls-Spiele quasi uns drauf vorbereitet haben. Das ist kein Giftsee. Das ist ein Scharlachfäulesee. Und Scharlachfäule ist ja quasi das Elden Ring-Äquivalent zu Toxic aus Dark Souls 1. Das bedeutet, Miyazaki hat die ganze Zeit uns langsam aber sicher darauf vorbereitet, irgendwann baue ich nicht einen Sumpf in mein Spiel ein, der giftig ist, also der euch nur vergiftet, also die, sage ich mal, harmlosere Form von Gift, sondern irgendwann gibt es einen Sumpf, der toxic macht. Und hier sind wir jetzt am Fäulnissee. Ich wette, in dem Ding kann man nicht ordentlich laufen und man kriegt Scharlachfäule. Ja.
Okay. Gut. Will ich jetzt hier schon hin? Oder weil... Vor allen Dingen, hier muss es doch eine Karte von geben, ne? Von diesem Ort. Wahrscheinlich ist die hier irgendwo... Ist das eine Karte dort? Das kann natürlich sein, ne? Kann natürlich sein, dass das hier die Karte ist oder dass da die Karte ist, ne? Ganz am Anfang, weil ich bin jetzt, ne? Hier am Ufer des Fäulnissees an einem Ort, der nicht kartografiert wurde. Am Ende ist der da oben. Und diesen Fäulnissee haben wir ja schon gesehen von einem anderen Ort in Einsel. Ach so, am Ende ist es hier. Okay, dann können wir uns noch die Karte holen. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so verkehrt. Ja. Da können wir jetzt nochmal schnell auf die Karte gucken. Oh, der ist groß. Und hier gibt es sogar noch... Ach du Scheiße, hier gibt es sogar noch... eine Struktur, wo wir reingehen können. Ach du grüne Neune. Gut, ja, liebe Freunde. Fäulnissee, ach, da sehe ich doch den Eingang, ne? Genau. Da müssen wir hin. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt rein möchte. Denn ganz ehrlich, ich möchte mir als erstes erstmal den weggeworfenen Palastschlüssel durchlesen, den wir von Blythe bekommen haben, nehme ich jetzt einfach mal an. Na, also von dem unheilvollen Schatten, muss man ja sagen. Und außerdem will ich nochmal gucken, ob Ichi jetzt auch tot ist, weil Blythe haben wir nie wieder gesehen. Ich nehme mal an, das war Blythe, bloß in seiner bösen Form. Und deswegen haben wir ihn quasi jetzt für immer getötet. Das heißt, wir treffen ihn auch nicht mehr an. Das war ein Schlüssel-Item, Philipp. Der weggeworfene Palastschlüssel. Oder? Ja. Weggeworfener Palastschlüssel. Schlüssel für die Schatztruhe der Prinzessin von Caria. Ein Schlüssel, den Mondprinzessin Rani samt ihres Körpers zurückließ. Öffnet eine Schatztruhe, die karianischen Prinzessinnen hinterlassen wurde. Ihre Mutter Renala und die Truhe sollen in der großen Bibliothek von Raya Lucaria zu finden sein. Die Truhe, die wir nicht öffnen konnten im Bossraum von Renala, die können wir jetzt mit diesem Schlüssel öffnen. Okay. Ja, das machen wir doch. Ja, aber als allererstes Ichi. Ich will wissen, was der dazu zu sagen hat, dass wir jetzt... Oder am Ende ist er tot, wie gesagt, weil er wird mir noch angezeigt. Aber kann natürlich sein, dass das sich dann aktualisiert, wenn wir hier dann auf der Karte dann wirklich sind. Ich will jetzt zu Ichi und gucken, weil hier ist Renala, genau, in der großen Bibliothek, da müssen wir jetzt hin. Ich will zu Ichi und gucken, ob er auch tot ist. Oder vielleicht können wir ja nochmal mit ihm reden und er stirbt dann. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ichi, ich komme. Also er sieht noch sehr lebendig aus, der gute Ichi. Aber er hat bestimmt jetzt was Neues zu sagen, weil die Questline von der guten Rani und vom guten Blythe, die ist ja jetzt quasi weiter vorangeschritten. Und kannst du mir mal eigentlich mal erklären, Ichi, warum du eigentlich so viel Buntglas auf dem Kopf hast? Ich meine... Wir haben so einen ähnlichen Helm im Gepäck gehabt. Das war sogar ein Helm aus Nokron oder Noxtella, der irgendwie das Eindringen von anderen Göttern oder so verhindert. Also quasi so ein Aluhut, streng genommen. Ne? Und bist du auch ein Aluhutträger? Ja, wärst mir eigentlich unsympathisch, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das hat schon einen guten Grund, warum du Buntglas auf dem Kopf hast. Ichi, wie geht's dir? Greetings, my fellow. How can I help? Ich möchte reden mit dir. Und zwar über Blythe und Rani. Lady Rani has departed on her journey along the dark path of Empyrean from Renna's Rise, as she calls it. Now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve her well and to the very end. Ja, aber das ist ja das Gleiche, was du mir schon mal gesagt hast. Ich will über Blythe reden und warum der mich angegriffen hat. Okay, alles klar. Nein, okay, alles klar, er sagt nichts Neues. Gut, ja dann, holen wir uns jetzt mal, was in der Truhe drin ist und dann, vielleicht sagt er uns dann was? Keine Ahnung, gucken wir mal. Oh, Framerate. Die Framerate hat kurz gesagt, nein, nicht mit mir. Framerate, was ist los? Egal. Am Ende des Tages weiß das Spiel, was jetzt auf mich zukommt und bereitet mich schon mal drauf vor. Das wird jetzt nicht schön, was du jetzt in der Truhe findest. Wahrscheinlich, keine Ahnung, Ranis Überreste oder so. Na egal. Gucken wir einfach mal. Gehen wir rein in die große Bibliothek von Raya Lucaria, gehen wir zu Renala zurück und gucken mal, was in der Truhe drin ist.
Hallo, Renala. Na? Bei dir war ich ja lange nicht. Also sag mal, hast du eigentlich was dazu zu sagen, dass deine Tochter ja streng genommen quasi irgendwen zerfleischen will? Wahrscheinlich sich selbst oder andere Leute, andere Halbgötter am Ende des Tages? Hast du da eigentlich was dazu zu sagen? Ah, now, is it thy wish to yet again be born anew? Nee, sie spult nur eine Platte ab und das ist die Platte der Wiedergeburt. Also, du, sag mal, deine Tochter und so? Was bist denn du für eine Rabenmama? Riecht aber wirklich komisch. Hast recht. Ich tu mal, Lilly. Also, ist ja furchtbar. Nee, ich möchte nicht wiedergeboren werden. Danke. Be not alarmed, nor afeard. I would birth thee as a sweeting, fair and fine. Ja, das ist ja schön und gut, aber deine Tochter? Naja, egal. Gut, wo ist die Truhe? Da ist die Truhe. Wir machen jetzt die Truhe hier auf. Oh, das ist ein wichtiges Item. Da hast du jetzt auch nichts dazu zu sagen, dass wir jetzt hier einfach mal bei dir rum, ne? Hier rumschnüffeln? Ne? Gut, alles klar. Dunkelmondring. Das ist kein richtiger Ring, nehme ich an, weil es in Elden Ring keine Ringe gibt, sondern nur Talismane. Ich nehme also an, das ist ein Schlüssel-Item. Schlüssel-Item. Dunkelmondring. Der Ring des kalten Eids von Mondprinzessin Rani. Ein Ring mit einer bleiernen Vollmondperle. Der Ring, den Mondprinzessin Rani ihrem Gemahl geben soll, ist das Symbol des eiskalten Eids. Da Rani eine himmlische ist, erhielt ihr Gemahl das Anrecht auf den Fürstentitel. In den Ring ist eine Warnung eingraviert. Wer auch immer ihr seid, entfernt den Ring niemals von diesem Ort, denn die Einsamkeit der Nacht gehört nur mir allein. Okay, aber jetzt... Kann man uns das nicht vorher sagen? Jetzt entferne ich ja den Ring von diesem Ort. Und was passiert jetzt? Bin ich jetzt... Wahrscheinlich ist das jetzt irgendwas Schlimmes, was jetzt passiert. Okay, Rani ist eine himmlische. Damit nehme ich an... Halbgötter? Und wer auch immer sie heiratet mit Hilfe dieses Rings, wird zu einem Fürsten. Das heißt, da wir den Ring haben, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir im Verlaufe dieses Spiels Rani heiraten können. Just give her a second. Das wäre jetzt mal ein bisschen merkwürdig, aber ich meine, merkwürdig und Souls-Spiele, das gehört ja quasi zusammen wie, keine Ahnung, Erdnussbutter und Marmelade. Ja? Okay, gut. Ja, wir entfernen jetzt den Ring von diesem Ort. Warte mal, hast du jetzt was dazu zu sagen? Ich habe ja streng genommen, ne? Ich werde ja Rani heiraten, du bist ja dann streng genommen meine Schwiegermutter, Renala. Hast du dazu vielleicht was zu sagen? Wow. Art thou now assured of thy want to be born anew? Nein! Sag mal, du musst dir mal ein neues Hobby suchen. Du kannst nicht dein Leben nur über diese Wiedergeburt und dieses komische Ei da definieren. Das geht nicht. Du brauchst mal ein Hobby. Nimm doch, keine Ahnung, ein bisschen Yoga, Pilates oder Astrologie. Wenn ich deinen Talisman richtig interpretiere, hast du ja früher in die Sterne geguckt. Mach das doch wieder. So ein Fernrohr, das kriegst du auch bei eBay Kleinanzeigen für ein bisschen Geld. Ne? Kostet ja nicht viel. Und dann hast du mal was anderes zu tun, als dauernd hier Wiedergeburt, Wiedergeburt, Wiedergeburt. Ja? Das sind so die Leute, die nicht über ihren Ex hinwegkommen oder ihre Ex, je nachdem, und dann sich in eine Sache komplett versteifen und dann über nichts anderes reden wollen. Es ist... Okay, mach's gut, Renala. Deine Tochter ist zwar irgendwie jetzt irgendwie dabei, sich mit den Göttern anzulegen, habe ich so im Gefühl, aber das scheint dich nicht zu interessieren. Gut, alles klar. Ne? Ich mach jetzt los. Ich werde jetzt heiraten. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, zukünftige Schwiegermutter.
weil ich werde jetzt nicht mehr großartig mit dir reden, so viel steht fest. Ja, keine Furcht und so, bla bla bla. So, okay, gut, ja, na dann, was machen wir als nächstes? Wir haben noch ein bisschen Zeit in diesem Teil. Wir können den See machen, liebe Freunde. Wir können den See machen. Wir können aber auch, und das wurde mir im Freundeskreis gesagt, wir können aber auch mal noch zum guten Jura zurückgehen. Denn mir wurde im Freundeskreis gesagt, der gute Jura, der hat was mit Drachen zu tun. Weil klar, er hat uns ja auch vor dem Drachen hier agil in diesem Sumpf gewarnt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas triggert, dass wir die Mutter aller Drachen besiegt haben. Also die gute Greyol. Vielleicht triggert er das was. Also mir wurde auf jeden Fall gesagt, der gute Jura, der ist noch nicht durch mit seiner Questline. Was ich mir beinahe gedacht hätte. Weil der ist viel zu cool, um nicht das ganze Spiel über noch irgendwelche Dinge zu tun. Deshalb würde ich sagen, wisst ihr was? Da wir jetzt nicht mehr so viel Zeit in diesem Teil haben, gehen wir mal zum guten Jura zurück und gucken mal, ob er was zu sagen hat, jetzt wo wir die gute Greyol ja schon vor geraumer Zeit besiegt haben. Schauen wir mal. Hey, du cooles Badass. Na? Geht deine Questline weiter? Weil wir haben einen Drachen besiegt. Ganz viele, um genau zu sein. Aber auch die Mutter aller Drachen. You must not forget, though, those who partake in Dragon Communion will one day shed their humanity, their hunger for Dragon, their yearning only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon. Magnificent, but deadly. It's no surprise that Dragon Communion is ruinous. Anscheinend nicht. Gut, ja, vielleicht müssen wir dann noch irgendwas anderes triggern. Vielleicht müssen wir alle Drachenzaubereien in der Drachenkommunion kaufen, also hier in der Kirche, weil da war ich noch nicht in Caelid. Das habe ich noch nicht gemacht, ne? Dass wir in Caelid hier die ganzen... wo ist es? Da, irgendwo in Caelid. Moment, wo ist es? Wo ist es denn? Ist irgendwo hier, ne? Da. Dass wir da noch nicht die ganzen... Da habe ich noch nicht die ganzen Dinger hier gekauft. Die ganzen Zaubersprüche, sage ich jetzt mal. Am Ende des Tages müssen wir das noch machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, habe ja keine Ahnung, was mit den Questlines hier passiert. Aber, was können wir denn noch jetzt noch machen? Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Und wie gesagt, den Fäulnissee, den will ich jetzt noch nicht... Den will ich jetzt noch nicht angehen, diesen See, diesen Scharlachfäule-See. Was kann man jetzt noch machen? Ich bin jetzt gerade... Warte mal, wir besuchen einfach mal ein paar NPCs, bei denen wir lange nicht waren. Zelen zum Beispiel. Weil wir waren ja in Raya Lucaria, ne? Am Ende des Tages hat sie jetzt was Neues. Zelen! Hallihallo, na? Alles cool bei dir? There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? Du hast auch nichts Neues. Gut, alles klar. Satz mit X, das war wohl nichts. Gehen wir zum nächsten NPC, bei dem wir lange nicht waren. Mach's gut, Zellen. Bei welchem NPC waren wir lange nicht? Wir können nochmal zurück zur Tafelrundfest. Vielleicht hat sich jetzt was getan, da wir jetzt, keine Ahnung, Rani-Questline vorangetrieben haben. Ne, weil Ichi ist hier noch da. Wir waren lange nicht bei Kenneth Hyde. Wir waren lange nicht bei Kenneth Hyde. Das ist sehr lange her, dass wir bei dem waren. Am Ende des Tages ist das noch eine gute Sache. Am Ende des Tages ist das noch eine gute Sache. Gehen wir noch zu Kenneth Hyde. Hallo Kenneth. Ja, dein Schloss sieht ja immer noch nicht richtig geil aus. Hast du irgendwas Neues für uns? Oder bist du immer noch auf der Suche nach dem wahren Herrscher von Limgrave? I must begin my search post haste. For a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Ja, er muss sich... Sofort macht er sich auf die Suche. Also, ne, sagt dir der Begriff Prokrastinieren etwas? Mein lieber Kenneth Hyde? Weil, also, vor gefühlt 40 Teilen wolltest du dich schon losmachen. Am Ende des Tages waren es wirklich schon 40 Teile, liebe Freunde. Seit wir das letzte Mal mit dem guten Kenneth gesprochen haben. Gut, wahrscheinlich, keine Ahnung, müssen wir in neue Gebiete, also ins neue Gebiet hier, ins Altusplateau, damit viele Questlines hier weitergehen, habe ich so im Gefühl. Wahrscheinlich ist das der nächste große Schritt, der nächste große Trigger, der viele Questlines vorantreibt. Ach, du grüne Neue, das habe ich auch noch gar nicht gesehen hier. Das ist von der Einschlagsstelle von diesem Stern dort. Das sieht man natürlich von hier
noch viel cooler. Warum ist hier eigentlich die Gravitation aufgehoben hier? Kann mir das irgendwie mal erklären? Damit man es wahrscheinlich sieht als Spieler. Ne? Damit man sieht, aha, da ist was eingeschlagen. Okay, liebe Freunde, dann, ja, mir fehlen langsam so ein bisschen noch die Orte, an die wir gehen können. Wir waren nämlich schon überall. Beim Gowry waren wir schon. Da haben wir schon mit Millicent und alles das gemacht. Wir haben in der Nacht die meisten Bosse besiegt. Also mir fällt jetzt auch keiner ein, wo jetzt noch was lauern könnte. Wir waren, bei Bernal waren wir lange nicht. Aber am Ende des Tages müssen wir da auch irgendwas voranschreiten lassen, damit irgendwas passiert. Nee, liebe Freunde, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich sage, wir müssen jetzt Frühschluss machen ist falsch, weil wir haben trotzdem eine gute Stunde, habe ich jetzt trotzdem rumgekriegt hier. Und ein bisschen was gemacht haben wir ja auch. Wir haben gegen Blythe gekämpft und Noxtella fertig ergründet. Und wir haben Ranis Questline weiter vorangetrieben. Aber, nee, ich glaube, beim nächsten Mal, liebe Freunde, gehen wir hier zum Fäulnissee in Einsel. Weil was anderes, ne, können wir hier nicht mehr machen. Und mit Dies Bruder, nee, mit Dies Bruder können wir auch noch nicht reden, weil wahrscheinlich da auch noch uns irgendwas fehlt. Huh. Wisst ihr was, zu guter Letzt, gehen wir nochmal zur Tafelrundfeste. Am Ende des Tages, Tafelrundfeste. Hallo? Irgendwer Neues hier? Irgendwer hier, der neu ist, mit dem ich reden kann? Ich habe Ranis Questline vorangetrieben. Macht das hier irgendwas? Hat das irgendwie Auswirkungen? Ich meine, die Dame hat geschworen, irgendwie wahrscheinlich die Halbgötter umzubringen oder den höheren Willen oder die Finger, weil sie hat ja eine Fingertöterklinge. Warte mal, sind die Finger am Ende tot? War die gute Rani schon hier und hat schon hier schnippschnapp die Nägel geschnitten oder was? You must choose, Mr. Bond. Get your nails clipped or perish in the river below. What will it be, Mr. Bond? Nee, euch geht's noch, naja, wie gesagt, in Anführungsstrichen, gut. Na? Ja, nee, dann gibt's ja anscheinend wirklich nix. Also, ich bin jetzt ein bisschen, ich sehe mal nicht enttäuscht, das ist das falsche Wort, aber ich bin überrascht, dass diese Questline, die so viel, sag ich mal, beinhaltet. Na, man muss an neue Gebiete reisen und das hat ja auch eine gewisse Verknüpfung zum allgemeinen Plot, nehme ich mal an. Dass die so wenig bei den meisten NPCs auslöst. Weil jemand wie Rani, die ja, wenn wir das Intro richtig deuten, ja streng genommen eine Nachfahrin, also ein Kind von... Moment mal, ganz kurze Pause. Ich wollte gerade sagen, die gute Rani ist eine Nachfahrin, eine Tochter von Marika. Das ist er aber nicht. Die gute Rani ist die Tochter von Renala. Warum wird die dann aber im Intro uns als, das ist ja glaube ich gleich die erste, die wir sehen, ne? Es wird irgendwie gesagt, hier, Marika ist weg und ihre Nachkommen, ne, versuchen jetzt, ne, die Bruchstücke des Elden Ring an sich zu reißen. Warum wird denn sie da gezeigt? Sie ist doch die Tochter von Radagon und Renala und nicht von Marika. Okay, wisst ihr was? Liebe Freunde, zum Schluss. Ich gucke nochmal hier hinten, vielleicht, keine Ahnung, ist jetzt Dies Bruder hier hinten, wo die gestorben ist. Ne, den haben sie einfach weggeräumt. Ist ja was. Zu guter Letzt machen wir nichts, was mit der Story zu tun hat, sondern wir machen etwas, was ich schon ganz lange machen wollte. Roderica, Engvall muss abgegradet werden. Der beste Mann in diesem Playthrough, mein einziger wahrer Freund, den ich noch habe, weil der gute Alexander, der ist jetzt auf der Suche und will Leichen verspeisen, um stärker zu werden. Und wahrscheinlich korrumpiert ihn das. Kann ich mir gut vorstellen. Blythe haben wir umgebracht. Ne? Da bleibt ja nur noch Engvall. Als bester Mann. Dann wird mal jetzt Engvall abgegradet. Roderica, Engvall. Greetings. Are you here for spirit tuning? Ich mag Roderica. Ich mag sie sehr. Ich mag sie wirklich sehr. Ja, hier. Engvall. Oh, es ist aber teuer, Engvall abzugraden. Moment mal, Roderica. Ich muss ganz kurz nochmal ein paar Seelen oder Runen aus der Tasche holen. Moment. So. Für Engvall gebe ich gerne Sachen aus. Ja, wisst ihr was hier? Kloppt mal alles auf den Kopf. Reicht das? Ja, das reicht. Für einmal upgraden reicht das auf jeden Fall noch. Ja, Spirit Tuning. Ja. Geistereinstimmung. Ja.
Oh, Engvall, du bist plus 7. Wir können ihn sogar auf plus 8 bringen. Halt die Klappe. Er wird immer besser. Wisst ihr was, liebe Freunde? Jetzt haben wir das ein oder zweimal gemacht. Das ist ja langweilig für den Schluss, ne? Das machen wir dann, mache ich zwischen den Teilen jetzt weiter. Da werde ich auch noch mal ein bisschen gucken, ne? Was man sonst so machen kann. Werde ich mir noch einen Plan machen, bevor ich mich nämlich dann beim nächsten Mal in den Fäulnissee wage. Der hier ist. Ne? Und der ist sehr groß, ne? Hier muss man hier hin, dahin ist was. Hier sehe ich einen kleineren Turm oder sowas. Hier sehe ich eine Sache, wo wir hingehen können. Da sehe ich hier natürlich dann hier hinten all das. Ach du grüne Neune, das wird ja auch... Dann ist hier noch ein bisschen was und in der Mitte wird bestimmt auch irgendwas zu finden sein. Und dann geht es ja auch noch hier hin und dann hier hin. Und ich denke mal, das ist die Boss-Arena, die natürlich Fäulnis ist, ist ja ganz logisch. Und da werden wir gegen, keine Ahnung, den Ursprung der Fäulnis kämpfen. Malenia, die soll ja der Ursprung der Fäulnis gewesen sein. Wir werden es sehen. Liebe Freunde, bis dahin bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Dann, wie gesagt, ein bisschen wahrscheinlich mehr Action. Ne? In diesem Teil hatten wir jetzt nicht ganz so viel, weil ich nicht wusste, was wir so alles machen können. Wir sind viel hin und her gereist. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber ich verspreche im nächsten Teil Fäulnissee. 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 Und mal gucken, was dann passiert. Mal gucken, was wir dort finden und was wir dort freischalten. Das wird sicher sehr interessant. Bis dahin. Macht's gut und noch viel Spaß im weiteren Internet. Tschüss.